Haupteigenschaft einer Tanne ist, dass sie immer grünt. Der Sportler, den seine Mitspieler liebevoll Tanne rufen, scheint ebenso ausdauernd zu sein. Seit nunmehr 2 Jahrzehnten ackert er auf dem grünen Rasen und fährt jetzt eine Rekordernte ein. 521 Spieler in der Bundesliga. Der FC Schalke 04 wechselt noch einmal aus. Die 2, Gerd Kleppinger, spielt nun mit der 15, Klaus Fichterl. Statt im Pütt nach dem schwarzen Gold zu graben, jagte der Bergmann Klaus Fichterl lieber dem Ball nach. Mit 40 Jahren ist er noch immer in der Lage, die Erwartungen der Fans zu erfüllen. Für Schalke-Manager Assauer ist er ein Phänomen. Für Trainer Ferner das Idealbild eines Profis. Ist zwar alt, der Mann, aber wenn der die Leistung bringt, kann er bleiben. Würde ich sagen, eine echte Verstärkung. Trotz dem Alter, die Erfahrung, die Routine. Erfahrung, ist, richtig, genau. Der ist keine Fehlinvestition. Also der Mann muss dabei bleiben. Ja, das Leben meines Mannes ist eigentlich ein sehr sportliches und auch ein ganz solides Leben. Aufgrund dessen kann oder konnte er das wahrscheinlich auch nur eben 20 Jahre machen. Und ich meine, das Familienleben trägt natürlich auch sehr viel dazu bei, dass er das bis jetzt schaffen konnte. Denn wenn er zu Hause ist, wir schirmen eigentlich alles ab. Nach außen hin, es wird eigentlich sehr wenig über Fußball geredet, nur eben das Nötigste, wenn es sein muss. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir das also ganz ohne könnten. Und ich meine, ich als Ehefrau habe natürlich auch einiges zurückzustecken. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Und die Freizeit oder die knapp bemessene Freizeit, die uns eigentlich bleibt, verbringen wir so, wie wir sie eben möchten. Und ich finde, das ist eigentlich sehr wichtig auch, denn sonst könnte er das wahrscheinlich wohl auch nicht durchstehen. Als Klaus Fichterl aus der Amateurliga von Arminia Iker 1965 in das Profilager zum FC Schalke 04 wechselte, gehörte der Pendelball noch zu den wichtigen Trainingsgeräten. Heute wird er nur selten hervorgeholt. In diesen 20 Jahren schrieb der ruhige Verteidiger Bundesliga-Geschichte. Von einer kritischen Phase abgesehen, kennzeichneten Seriosität und Zuverlässigkeit seinen Weg. Den größten Erfolg seiner Laufbahn feiert Tanne im Endspiel um den DFB-Pokal 1972. Schalke trifft auf den 1. FC Kaiserslautern. Bereits nach 13 Minuten Jubel auf der Schalker Bank. Nach einem sehenswerten Solo leitet Helmut Kremers den späteren 5:0-Sieg seiner Mannschaft ein. Mitten im Freudentaumel schwangen nicht nur Fahnen und der Pokal, sondern auch ein Damoklesschwert über Schalke und Klaus Fichterl. Die schon laufenden Ermittlungen im Bundesliga-Skandal gefährden seinen bisherigen Aufstieg national und international. Bundestrainer Schön holte ihn bereits 5 Jahre vorher in die Nationalmannschaft. 22 weitere Berufungen folgten. Seinen ersten und einzigen Treffer im Nationaltrikot schoss er in einem Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel gegen Schottland. Als die Scheinwerfer endgültig die Szene des Bundesliga-Skandals erhellen, greift der DFB unerbittlich durch. Harte Strafen drohen. Schalke gehört zu den schwarzen Schafen. Die Mannschaft verkauft das Spiel gegen die abstiegsbedrohte Arminia Bielefeld für 40.000 Mark. Fichterl scheidet verletzt noch vor der Pause aus, ist also nicht mehr auf dem Platz, als das entscheidende Tor fällt. Doch die aufgeteilte Prämie nimmt er an. Aus Angst vor rigorosen Sperren leugnen die Spieler ihre Verfehlungen und handeln sich auch noch einen Zivilprozess wegen Meineids ein. Wenn man nach 14 Jahren jetzt noch mal darüber nachdenkt, ist es eigentlich nicht mehr logisch zu erklären, dass es dazu kommen konnte. Und vor allen Dingen, dass es dann noch weiter ging zum ordentlichen Gericht. Das soll jetzt irgendwie keine Entschuldigung sein, aber damals sind eben bei den ersten Spielern, die bestraft wurden, sehr, sehr hohe Strafen ausgesprochen worden. Ich glaube wohl 10 Jahre und 15 Jahre
Das war damals für uns genauso wie lebenslänglich oder Berufsverbot. Und so kann ich mir die Sache eigentlich nur erklären, dass es dazu kommen konnte. Die Härte des DFB trifft auch die Blau-Weißen. Das Team fällt auseinander. Fichtel muss eine 10-monatige Zwangspause in Kauf nehmen. Bundestrainer Schön lässt ihn fallen. Als er zum Zweitligisten Bremen wechselt, glaubt niemand mehr an eine Rückkehr ins Fußballoberhaus. Doch Schalke macht's möglich. Die Gelsenkirchener holen ihn erneut als Co-Trainer. Nach den Verletzungen, die 11 schwächen, geschieht das Unvorstellbare. Fichtel, 39 Jahre, steht wieder als Spieler unter Vertrag. Ich habe von Anfang an das Training voll mitgemacht. Ich glaube wohl, dass beim Trainer und beim Manager da wahrscheinlich schon ein kleiner Hintergedanke war, wenn es eben mal passieren sollte, dass ich dann einigermaßen fit war. Der Klaus Fichtel lebt entsprechend, er hat während seiner ganzen Profizeit vorbildlich gelebt, auch die Einstellung beim Training stimmte, hat das Glück gehabt, dass er wenig verletzt wurde und dadurch voll in Form ist und ohne Bedenken einsetzen kann. Der Trainer gibt mir dann immer Zeit, mich rechtzeitig warm zu laufen oder vor allen Dingen lange warm zu laufen. Und das hilft mir dann besonders dabei, dass ich nicht so kalt reinkomme ins Spiel. Aber dass es nur so nochmal kommen sollte, das konnte natürlich niemand erwarten. Und Sie freuen sich über den neuen Rekord? Ja, sicher, das auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich immer nur ein paar Minuten gespielt hätte, dann wäre es für mich persönlich keine Genugtuung gewesen. Aber da ich zwischendurch zwei ganze Spiele gemacht habe und es noch einigermaßen ging, freut mich das natürlich. Trotz des neuen Rekords und des damit verbundenen Rummels herrscht im Hause Fichtel in Waltrop die gewohnte Ruhe. Schrille Töne gehören nicht zum Lebensstil der Familie. Erfolge, ob auf dem Spielfeld oder beim Kartenspiel, lösen bei dem grundsoliden Westfalen lediglich verhaltene Freude aus. Ah, die hat zwei, das ist schön. Dann macht er aus. Die drei und dann kann ich ausmachen. Ach Mensch, Mist. Acht. Zwei. Papa ist der Sieger.